Hallo und herzlich willkommen zurück zu Castlevania Lords of Shadows. Das letzte Mal haben wir die Bergfestung erkundet, einen großen Oger besiegt. Und nun geht es zum letzten Akt von Kapitel 4, der Krähenhexe. It is a sad tale of the witch who guards this fortress. A sad tale of love lost. A tale not so dissimilar to our brave hero. Yet pity is not something he can feel anymore. He is blind to it. The pity of these so-called evil creatures will be laid aside for revenge. And so goodbye, once beautiful Malphas. You will trouble mankind no more. And when you are gone into the void, know that love destroyed you in the end. Dann würde ich sagen, geht es los gegen die Hexe. Na, das war schon mal eine große Krähe. Und die Wetten rennen lodern an Feuer. Wer macht denn das noch an? Jetzt sitzt hier die Hexe des Abends, wärmt sich am Feuer und lacht darüber, dass keiner hier hinkommt. Was ist denn hier? Ich glaube, die Tür ist zu, oder? Sieht so aus, aber hier liegt direkt wieder einer. Na, was hast du mir denn zu sagen, mein Freund? Uns Ritter Schriftrolle. Die Fährte des armen Bruders Aldolphus endet hier. Ich bin mir sicher, dass er sich irgendwo im unteren Geschoss befindet. Doch es will mir nicht gelingen, diese Tür zu öffnen. Es muss einen anderen Weg hinuntergeben. Vielleicht, wenn ich draußen am Berg hinabsteige, dann kehrt mach und verflixt. Da ist irgendetwas im Anmarsch. Nur was? Ich glaube, das werden wir noch früh genug herausfinden, ob wir wollen oder nicht. Ja, guck mal, wir können sogar das Mobiliar kaputt machen, aber Feen haben wir noch genug. Habe ich aber ziemlich schnell an- und wieder ausgemacht. Hier liegt direkt noch einer. Na, wer bist du denn? Bist du vielleicht sogar der Bruder Adolphus? Nein, du hast einen Lichtmagistein. Das ist sehr schön. Ich glaube, es geht hier nur durch das Fenster raus, oder? Vielleicht noch was vergessen? Schade, dass man die Kamera nicht drehen kann. Im neuen Teil kann man das tatsächlich. Da kann man endlich die Kamera drehen. Und ich freue mich tatsächlich auch schon auf Lords of Shadows 2. Beziehungsweise Lords of Shadow 2, nicht Lords of Shadows. Ist ja nur ein Schatten. Ich glaube, es geht zum einen nach unten, aber auch nach oben. Ich weiß jetzt nicht, was der richtige Weg ist. Ich glaube, der richtige Weg führt uns nach oben. Denn ich glaube, wir müssen an den... an das obere Ende des Berges klettern. Deswegen klettern wir natürlich erstmal nach unten. Zack, und da ist eine riesige Höhle. Hallo, mein Freund. Kleine Trolle. Vielleicht sind wir schon Adolphus. Und zack, ja, ich meine, die kleinen Trolle, die sind ja eigentlich kein Problem. Ich kann mal ein bisschen was Leben aufbauen. Wenn ich denn mal was richtig machen würde. Nö, du kriegst mich nicht, mein Freund. Wow. Ich habe mich gar nicht gesehen. Und good night. Good fight and good night. So, hier haben wir zwei Wege. Einer weiter nach unten. Oh. Das ist ja praktisch. Ich mache das noch nicht ganz voll, denn zwei Wege. In diesem Sarkophag gibt es schon Vampire. Aber Bruder. Und es gibt einen Schattenmagiestein. Es geht einmal hier entlang. Und einmal nach da unten. Vielleicht kannst du diese Tür niederreißen. Ja, es geht. Und wir sind wieder hier unten. Nein, das möchte ich gerade nicht. Beziehungsweise, wie sie wieder ausgekommen darf, wo wir angefangen haben, diesen Level. Aber ich möchte erstmal hier runter noch. Oh, wo kommst du denn her, mein Freund? Ich komme jetzt nicht wieder, weil ich jetzt so oben war, oder? Ja, dann, jetzt habt ihr keine Chance gegen mich. Ketten ranziehen und Trollus Opulentus. Whatever. Da ist noch einer. Da oben steckt noch einer versteckt. Komm her, Kleiner. Ja, alles wird gut. Oder auch nicht. So, dann sammeln wir mal ein bisschen Energie auf. Laden alles schön auf. So, und jetzt geht's weiter hinab in die Tiefe. Oder auch nicht, es geht gar nicht hier runter. Mehr Deutsche kannst du nicht tragen. Das heißt, das ist nur ein einfach so ein Loch.
weiter geht es nicht, dann war das hier wohl Adolphus. Er hat leider kein unrühmliches Ende gefunden. Irgendjemand hat eine Axt in den Kopf reingerammt. Wer auch immer das war, wir werden ihn finden. So, das heißt, wir können jetzt getrost nach oben steigen. Hinauf auf die Spitze des Turmes. Oh, da kommt schon eine Krähe geflogen. Ich glaube, Krähen sind hier des Öfters unterwegs. Muss ich hier weiter rauf? Das sieht so aus. Hier weiter rauf. Und da ist da der nächste Haken. Das ist mich wohl Ruhkrähe. Geht's da lang? Nö. Aber hier geht's, glaube ich, weiter. Auf diese Rille hier. Kann er hier rauf? Nee, aber hier kann er bestimmt rauf. Oh Mann, guck mal, wie tief es hier runter geht. Aber ich glaube, mehr geht's hier auch nicht, nicht wahr? Da geh mal. Du bist das Schuster! Das schöne Buntglas! Tut mir mal leid, wenn man so ein Buntglas kaputt macht. Bums. Was ist das wie eine Säule? Nackte Raben auf der Säule. Mhm. Die Tür ist noch zu. Was passiert hier? Rabendarm. Was ist das denn? Nee, du kriegst mich nicht. Wow. Wow. Okay, anfassen dürfen wir es nicht, dann bekommen wir die volle Ladung Blitz abbekommen. So, komm mal her. Oh, ich sollte mich nicht treffen lassen. Manchmal ist. Ich sitze hier aber auch ganz schlecht. Bestiarentalk wurde freigeschaltet. Schwertmeister, Größmittel, aber Schwierigkeit ist hoch, aber anfällig gegen fast alle. Der Geist eines tapferen Kämpfers stirbt nie, wie das Sprichwort sagt. Und an manchen Orten, die von unreiner magischer Energie gefüllt sind, verlassen die Seelen gefallener Kriege die materielle Ebene nicht. Sie bleiben gefangen und streben fortan nur noch danach, lebende Wesen zu quälen. Diese rastlosen Seelen sind normalerweise in Lumpen gehüllt, die vermutlich ein Überbleibsel ihrer frühen Existenz darstellten. Ich glaube nicht, dass Faevelin und Fong oder sowas, abgesehen von ihrem Kampf geschickt, haben sie nichts mehr mit dem Menschen gemein. Und da kommen noch mehr. Du kriegst mich nicht, mein Freund. Zwei Stück haben wir jetzt vor uns. Ich möchte nicht so viel verbraten. Was machst du denn da? Leuchtendes Schwert hier. Wow. Ach du Schie, weg da. Nicht da reinrollen. Oh Gott sei Dank. So, sein Dings ist weg. Das ist schon mal gut. Oh, manchmal sind die echt schnell. So, du bist schon mal weg, mein Freund. Mehr Deutsche kannst du nicht tragen. So. Weg. Wie ging das nochmal? Ja, hier. Komm her. Schrei nicht so, mein Freund. Meine Fee hat dich gekillt. Ist hier sonst noch was? Ein Rabenschwarm. Rabenschwarm, schwieriges Wort. Naja, eigentlich nicht, aber ja, Rabenschwarm bricht gekonnt durch das Tor und unser Weg ist natürlich weiter. Kann ich irgendwie raufklettern? Oder das Gefühl, ich könnte hier irgendwo raufklettern. Die Frage ist nur wo. Also, ja, beschädigen. Braucht eh keiner mehr hier. Ist hier noch was versteckt? Nö, außer die Treppe nach oben. Die wir natürlich diesmal gekonnt nehmen. Wie soll das auch anders sein? Wir sind auf jeden Fall noch mehr vor diesem Tücherlein. Okay.
Dann machen wir es halt so. Ich habe gedacht, vielleicht wäre da unten noch was, aber nö. Ist doch noch mehr. Aha. Das hätte ich nicht gewusst. Dass hier noch mehr kommt. Kommt her. Oh, ich sehe die. Manchmal sehe ich einen Angriff nicht kommen. So. Oh, oh, der letzte hat Schwert auf. Meine Freunde. Wow, die machen auch so gut. Gut zu wissen. Oh, 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 wie können wir das Schwert entreißen? Ja, machen wir das doch mal. So. Was sagst du da? Was sagst du da zu mir? Das wird dich etwas kosten, mein Freund. Oh, oh. Oh, was machst du denn da? Oh, oh, ich sehe nicht viel. Ich sehe nicht viel, aber nicht mehr viel Leben. Und das war's mit dir. Neue Fee gibt's. Wunderbar. Der Weg nach oben. Das ist steinig und schwer. Da vorne liegt noch einer. Seht ihr das? In dem Türrahmen. Ich weiß natürlich nicht, wie viel es hier noch zusammen gibt. Das sieht man ja immer erst später so ein bisschen. Aber unser Leben, es pocht am seidenen Faden. So langsam sollten wir das Pochen mal aufhören. Okay, also was die Geister da benutzen, ist nur so eine Art Blitz. Man sieht das hier, denn das Wasser war nachher elektrifiziert, zumindest an den Stellen, wo auch Wasser am Boden ist. Da können wir nicht drüber springen. Du kannst diese Bruderschaftslade nicht erreichen. Komm später wieder, wenn du an deinen Talenten gefällt hast. Das wäre auch ein Witz, dass ich da nicht drankomme. Juhu, wir kommen da nicht dran. Okay. Wie komme ich denn jetzt weiter hier rauf? Durch das Fenster hier? Hallo? Nein. Ah, hier vorne. Wunderbar. Dann können wir doch einfach mal hier rauf. Das heißt, wir müssen irgendwann später noch einmal hier hinkommen, wenn wir irgendwie dieses Rätsel lösen können und da drüber springen können. Also ich schätze mal, hier gibt es dann so eine Art Doppelsprung oder was? So, kletter mal ein bisschen weiter, mein Freund. Hier lag doch noch irgendwo einer. Ich hab's gesehen. Ich hab's vom Weiten gesehen. Hier, du. Na, was hast du da für mich? Oh, ein Lebenstein. Wunderbar, das ist natürlich sehr cool, denn dann werden wir direkt geheilt. Das nehmen wir auch alles mit hier. Wir haben ja jetzt hier durch diese Schwerter, Geister wie verloren. Ich muss irgendwie noch rauskriegen, wie man denen am besten ausweicht. Denn ihr Angriff da, der war gar nicht mal so ohne. Ich habe gar keinen Timer gestellt, wird man so gerade auf. Oh, 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 oh. Ja, ich würde sagen, dann machen wir einfach diesen Level noch zu Ende und danach beenden wir die Folge einfach. Ich habe echt nicht aufgepasst. Hier ist noch ein Lebensbrunnen. Den brauchen wir jetzt Gott sei Dank im Moment erstmal nicht. Das heißt, wir können... Ach, guck mal, da oben ist wieder eine Buntglasscheibe. Ich glaube, wir müssen da durch, oder? Nö. Wo geht es denn weiter hier? Ist hier irgendwo eine Tür, die ich nicht gesehen habe? Guck mal hier, der Kronleuchter, der ist so einladend. Und warum bekomme ich ihn jetzt hier so anvisiert? Soll ich da irgendwie dran springen? Ist hier oben noch was? Nö. Ich gehe nochmal hier auf das Dach. Ah, hier. Wir sind genau dran vorbeigelaufen. Haha. Na dann. Aha. Jetzt können wir auf diese Seite springen. Dass ich auf diese komischen eisigen Dinger überhaupt klettern kann. Vor allem mit Schnee und sowas. Das muss doch schon ein gutes Stück Galatz sein, oder? Ich glaube, da müsste ja eigentlich
schon so seine Probleme haben. Guck, das ist wieder Buntglas. Ich glaube, das haben wir von außen gesehen, wo ich dachte, da müssen wir durch. Aber nein, wir müssen natürlich draußen weiter. Wir sind auch schon an der Stückspitze des Turms angekommen, wie ich sehe. Hallo? Raben. Schwarzraben. Und sie kommen, um uns zu holen. Ihr wisst ja, die Vorboten des Bösen, eine Wolke aus Raben. Saruman. Ach, der kommt hier gar nicht vor. Okay. Da liegt irgendwo noch einer. Bis die Rerum-Eintrag freigeschalten. Die Krähenhexe Malfa ist Größe riesig, Schwierigkeitsgrad hoch. Dieses Monster soll einst eine schöne Frau gewesen sein. Eine Hexe, die in den Bergen wohnte, welche die Festung umgab. Sie war sehr geachtet und die Leute kamen von weit her, um sie um Rat zu fragen. Dafür verliebte sie sich in einen Prinzen, der in der Festung wohnte. Sie nutzte ihre Kräfte, um Liebestränke zu brauen, auf das er ihr gehören möge. Doch eine andere Hexe kam ihr zuvor und erfand ein grauenvolles Ende. Aus Verzweiflung stürzte sie sich von der Spitze des Turms auf die Felsen. Doch wie durch ein Wunder überlebte sie den Sturz, auch wenn ihr Körper schrecklich verstümmelt wurden. Die Krähen fraßen von ihr und sie fraß von den Krähen. Und im Laufe der Jahrhunderten wuchsen ihre Kräfte, bis sie sich in diese groteske Vogelkreatur verwandelte, die sich von Leichen ernährt. Oh! Ich habe das Gefühl, sie möchte sich von uns erlernen. Hier, friss das, my little friend. Oh, 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 da kommen kleine... Da kommen kleine Kreatürchen raus. Ich glaube, das ist unser... Unser Lebenskontakt. Und da haben wir eine Schriftrolle. Unsere Schriftrolle. Ich kann die Legenden von Malfas. Dennoch hätte ich nie gedacht, dass ich es eines Tages in Erwägung ziehen würde, ihr den Kampf gegenüberzutreten. Und das auch noch alleine. Ich habe einen Plan, wie ich sie besiegen kann. Es heißt, dass sie ihre Eier auf einen schleudert und diese dann sofort hässliche Kinder anschlüpfen. Ich vermute, dass einem irgendwie gelingt, ihre Eier zu ihr zurückzuwerfen. Könnte man das Ausschlüpfen ihrer Brut verhindern und Gleiches mit Gleichem vergelten? Aber wie kann das funktionieren? Ja, wir haben gesehen, wie es funktionieren kann. Oh, ein Vogelschwarm! Du kriegst mich aber nicht bei einem Krähenchen. Ich glaube, für die Mission in diesem Level müssen wir dürfen wir ihre Brut nicht töten. Das heißt, ihr könnt ihr schon mal ein bisschen üben, beim ersten Mal einfach ein bisschen auszuweichen, aber ihr könnt sie ruhig ja immer noch umhauen. Es sieht so nicht einfach, die können nicht. Die müssen ein bisschen auf die Mutter achten, die ja immer noch hier rumführt und ab und an eure Eier, ihre Eier wirft, wie jetzt zum Beispiel. Ich glaube, jetzt könnt ihr die... Nein, 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 nein. Oder sie macht das. Ich meine schon, das wäre die Brut gewesen. Wir können aber gleich nochmal nachschauen. Da kommt sie wieder. Weil ich meine, sie wird auch ihre Eier umhören. Ohne dass ihre Brut noch da ist. Guck mal, wie sie sich verstecken. So. Du bist jetzt vorbei. Tschüss. Ich glaube, man muss sogar nur einen töten, oder was? Da kommt sie wieder. Na, was hältst du diesmal? So, ihren kleinen Schwarm wirft sie wieder. Ja, eigentlich kämpfen wir mehr gegen ihre kleinen Verbündeten als gegen sie selber. Aber ihr seht schon, das kommt eigentlich ganz gut. Nicht sonderlich schwer. Ich muss nur immer auf die Krähenhexe achten. Jetzt wirft ihr nämlich wieder ihre kleinen Eierchen. Ihr seht, ihr könnt sogar direkt zweimal hintereinander drauf werfen. Das ist kein Problem. Und jetzt geht es auf sie hinauf. Höher. Höher. Und immer höher. Bis sie eines Tages von draußen zu uns.
Wenn ihr nicht seht, dann fällt sie auf den Boden drauf. Krabatz! Und wir können getrost wie hin. Das ist nämlich das Gute daran. Und da ist sie wieder weg. Aber wir haben sie immerhin einmal getroffen. Wohl aufhören, Feuer zu werfen. Und Krabatz! So, er ist weg. Wir laden direkt mal unsere Schattenmagie wieder auf. So, wunderbar, so einfach geht das. Weg. Muss ich hier was gucken? Charaktere, Monster. Achso, wir haben die kleinen Monster noch gar nicht gelesen. Deswegen möchte er das uns zeigen. Also die kleinen Hexenkinder, die nur mittelgroß sind und nur mittelschwer sind. Diese halbmännlichen, halbvogelähnlichen Kreaturen sind die Brut der Krähenhexe Malfas. Die Hexenkinder können Feuer spucken und sind extrem anfällig. Oft gehen sie in einer großen Explosion zugrunde. Doch wie viele magische herbeigeschworene Wesen ist ihnen nur ein kurzes Dasein beschieden. Schon wenige Tage nach ihrer Geburt sterben sie gewöhnlich eines natürlichen Todes. Also langlebig sind sie nicht. So, Malfas, ich glaube, dein Tod ist jetzt besiegelt. Du hast auch wieder zweimal Eier drauf. Oder können es auch nicht, weil sie schon die angesteckt hat. Und wieder geht es hinauf, damit sie wieder tief fallen kann. Na, fällt sie tief oder lässt es sein? Kannst du mit mir drücken? Nee. Dann sie mir den Kopf genommen, damit sie schön auf den Boden fällt. Den Boden der Tatsachen geht es zurück. Hier hätte ich den Arsch. Wie man festkrallen muss. Ja, komm. Das schaffen wir. Spur auf Hexe, Mann. So, mein Freund. Es ist vorbei, Hexe. Hexe, es ist vorbei. Dein Schädel gehört dir. Enthauptung. Das Böse ist bei dir. In einer schwachen Blut. Der letzte Flug der Hexe Malfas. Und das war es mit dem Kapitel. Wir haben alles gefunden, außer halt ein Waffen-Upgrade, das wir noch nicht gefunden haben und auch noch kein richtiges Symbol hat. Wir könnten nochmal zur Talentfenster gehen, aber ich werde hier erstmal noch ein bisschen weitergehen. Denn vor uns erwartet uns jetzt Kapitel 5. Aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Moment, ich wollte noch gerade gucken, was die Mission ist. Schließ das Level ab und besiege die Hexe. Die Krähenhexe ohne mehr als zwei ihrer Söhne zu töten. Ach, wir dürfen nur zwei töten. Ja, okay. Ist nicht, glaube ich, nicht so einfach, nicht so schwer. Ihr habt ja gesehen, wenn man es schafft, zweimal hintereinander zwei Eier zu treffen, ist es absolut kein Problem, weil der danach sowieso immer in den Sturzflug geht. Tja, liebe Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder von Let's Play Castlevania Lords of Shadows. Bis dahin, euer Mascha. Ciao, ciao.